Finanzielle Zukunft ungewiss. Das Heimatmuseum Dissen braucht Geld. Jährlich müssen Kosten von 200.000 Euro gedeckt werden. Ein Großteil davon wird durch die Gemeinde Dissen-Striesow, dem Landkreis Spree-Neiße und dem Förderverein vom Museum finanziert. Nachdem das Amt Burg den Zuschuss für die Personalkosten gestrichen hat, fehlen aber noch 50.000 Euro. Die Gemeinde Dissen-Striesow will deshalb das Heimatmuseum in eine kreisliche Trägerschaft aufnehmen lassen. Der Amtsausschuss Burg will darüber am 24. Februar abstimmen. Brandenburger Infrastruktur wird gestärkt. Die Landesregierung will in den öffentlichen Nahverkehr investieren. So soll das Plusbusliniennetz ausgebaut werden. Auch zusätzliche Radwege an Bundes- und Landesstraßen werden geplant. Die Landesregierung will außerdem eine Wohnraumoffensive starten. Darunter zählt beispielsweise der Abriss von Plattenbauten außerhalb von Städten. Die Mittel für alle Vorhaben kommen aus dem Nachtragshaushalt 2020. Der wurde durch das Landeskabinett beschlossen. Rückschlag für Naturschützer. Die Volksinitiative Artenvielfalt sichern, Zukunft sichern ist unzulässig. Das gibt der Parlamentarische Beratungsdienst des Brandenburger Landtags bekannt. Die Initiatoren kämpfen gegen das Insektensterben an. Sie haben den Landtagsabgeordneten mehr als 73.000 Unterschriften vorgelegt. Laut einem Gutachten entspricht die Initiative aber nicht den rechtlichen Anforderungen.